Hallo Leute, es geht weiter mit Final Fantasy 3 und unserer coolen Mucke hier im Hintergrund von unserer Landschafts-Weltkartenmusik. Wir haben den Kettenschlüssel für unser Schiff, da gehen wir jetzt mal hin. Du hast den Kettenschlüssel benutzt. So, jetzt können wir endlich wieder Boot fahren, ne? Dü. Wo geht's jetzt hin? Sollten wir nicht nach Norden oder so? Ach, wir werden ja jetzt mal auf offener See wieder angegriffen. Von den schrecklichen Seemonstern. Ja. Ganz schlimm. Ark hat das Monster mit seinen Büchern verprügelt. Und Arks Stufe ist auch direkt gestiegen. Das ist ja super. Ich weiß, wie gesagt, nur nicht, wo der jetzt hin ist, der Typ. Ich kann mich halt auch nicht mehr erinnern, wo wir jetzt eigentlich hin sollten. Das war doch gut. Genau, mach's wieder mit deinen Büchern, Ark. Super. Ja, so läuft das. Hier ist ganz viel Wald. Wald. Wo sollen wir denn hin? Guck mal, das sieht doch gut aus. Steigen wir aus. Ach, wir können ja auch fliegen. Ach so. Ja, vielleicht sollten wir mal fliegen. Dö. Nee. Wir werden in der Luft auch angegriffen? Hey, wir werden ja in der Luft angegriffen. Das ist ja mal was Neues. Was sind das denn für Viecher? Sehen aus so wie Gargoyles. Ach, das war gut. Super, Refia, super. Ich hatte halt irgendwas im Kopf mit Norden. Deswegen wollte ich jetzt nach Norden fliegen. Aber ich weiß nicht, ob das richtig ist. Oh, wo sind wir denn hier? Geht mal hier runter. Könnt ihr nicht hier... Wir können ja nur im Wasser landen, ne? Nein, du sollst... Oh, nee. Nee. Ich krieg das mit dem Schiff nicht hin. Geht doch. Was ist das hier für ein See? Kann man jetzt hier direkt so... Auf dem kleinen See kann man paddeln. Dödelö. Was ist denn hier? Nix? Einfach nur ein See? Wie merkwürdig. Okay. Ist hier irgendwas? Ach, diese komischen Dinger. Du hast gar keine Pfeile mehr, Refia. Warum hast du denn keine Pfeile mehr? Wie kann das denn sein? Nö, ich habe sie doch gut ausgerüstet. Eis rauf alle, aua. Ja. Du wirst trotzdem sterben, du Ding. 2222 Schaden. Voll gut, Ingus. Aber wäre eher wichtiger bei Bosskämpfen. So, wieso ist sie jetzt nicht ausgerüstet? Wie kann das sein? Nimm mal deine Eisenpfeile und gut ist. So, dann gehen wir hier mal wieder weg. Wo ist unser Schiff da? Wir fliegen mal wieder, es geht schneller. Werden wir nicht so oft angegriffen. Wie gesagt, ich weiß überhaupt nicht, wohin. Wenn ich mal einen Überblick hätte über diese Karte, das wäre auch super. Weil wir sind hier irgendwo nirgendwo. Kommen wir dann oben wieder raus, wenn wir hier übers Meer? Dödelö. Wo kommen wir denn dann hin? Da kommt sogar was. Oder es ist wieder die Süd. Ja, wir sind wieder im Süden. Witzig. Wo wollen wir denn mal lang?
Hier ist auch schön. Hier wollen wir aber nicht hin. Hier unsere Wasserfälle, das kennen wir noch. Hier sind wir mit dem Boot lang gepaddelt. Boah, ist hier viel Wald. Ist ja irre. Man kann es auch übertreiben. Hier ist wieder die Wüste. Da ist wieder der komische See. Gehen wir mal so ein bisschen nach Westen. Ach, guck mal hier. Hier waren wir doch noch nicht. Ja. Okay, hier komme ich nicht weiter, aber dann gehen wir da mal hin. Oh, kannst du hier nicht mal... Dann landen wir hier. Geht das nicht? Nee? So, geht mal raus hier, Leute. Geht doch. Hier paddeln wir da mal über den See. Werden wir bestimmt noch mal zwischendurch jetzt angegriffen, genau. Aber ich bin mal gespannt, was da hinten kommt. Da ist irgendwas Interessantes. Feuer ist natürlich auch echt nicht ein starker Zauber für das Level, wo wir gerade sind, aber ich weiß halt auch gerade nicht, wo wir... Ja, Feueratem. Ist gut jetzt. So, Vita auf Refi. Na, endlich. Ich will jetzt wissen, was da hinten ist. Das ist wichtig jetzt. Und es soll aufhören zu ruckeln. Das ruckelt gerade sehr langsam. Was ist denn los jetzt hier? Bescheuert. Manchmal ruckelt das immer so komisch. Mal einmal kurz die Aufnahme beenden. Hä? Ich speichere mal eben ab und guck mal, warum das hier gerade so komisch stoppt. Und speichere hier ab. So. Ja? Ich guck mal eben nach, was los ist. Bis gleich. Also so mein Defragmentierungsprogramm ist schon ganz schön dreist. Also ich mache das schon extra mal so vorm Spiel, dass ich das ausmache, damit das eben nicht dann passiert. Und das ist von alleine wieder angegangen. Jetzt habe ich das ganze Programm mal richtig beendet. Geht ja gar nicht. Ach ja, gespeichert habe ich ja schon. Dann gehen wir da mal hin. Aha. Ich weiß nicht, was das heißt, was ich hier gerade mache. Was passiert denn jetzt hier? Hä? Die Gruppe trifft ein verfrühtes Ende. Was? Wie? Was? Was war... Hä? Muss ich das verstehen? Wie, die Gruppe trifft ein verfrühtes Ende. Kann ich da... Komme ich da nicht weiter, oder? Das zweite Mal, wenn ich das dritte Mal, dann sterbe ich, oder wie? Was ist denn hier? Vielleicht sind das so die Level, die man schaffen muss, oder so? Und dann gehe ich da nicht nochmal. Oh, was sind das denn für putzige Dinger? Die machen aber... Okay. Ich werde gleich mal neu laden müssen. Wow, was machen die für einen Schaden? Ich dachte, das wären so kleine, putzige Waldstachelviecher. Und dann machen die auf einmal so einen voll den Mega-Schaden hier. Irgendwie bin ich anscheinend in der falschen Ecke gelandet oder so, habe ich das Gefühl. Ich will hier wieder weg. Ich will hier weg. Ganz schnell. Ganz, ganz schnell. Ich mag hier nicht sein. Hier stirbt man nur. Das ist ja schlimm.
ist gefährlich. Das geht ja gar nicht. Aber wenn das so eine starke Ecke ist, so warum kann man dann da hin? Naja, kann man ja nicht wirklich, aber... Ach, es muss doch irgendwo noch was geben. Wo wir jetzt hin können. So. Wo sind wir hier? Oh! Was passiert jetzt? Hä? Okay. Was auch immer das für ein Sturm war, aber da sollen wir nicht hin. Können wir hier hin? Kommen wir da ran? Zu diesem Dorf hier? Kann man da auch nicht durch? Hier landet mal und dann gucken wir mal. Ich glaube aber nicht, dass man da durch kann. Oh. Nervt mich mal nicht hier jetzt. Wir müssen endlich mal weiterkommen. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, aber irgendwie werden die Gegner immer stärker und ich bin schon wieder gestorben. Warum ist es denn jetzt schon wieder gestorben? Und was mache ich hier überhaupt? Wenn das jetzt wieder nicht geht, dass ich da durch das Gebirge kann... Vicky, steig mal aus hier. Das geht anscheinend gar nicht. Na, das bringt nichts. Dann muss ich wieder neu laden. Das ist doch Quatschi. Das ist doch doof. Wir können hier nicht hin. Ja, dann lade ich jetzt neu, weil ich kann ja... Dingsbums nicht tot lassen. Bis gleich. So, da bin ich wieder und bin auf offener See und wir haben ja unsere Karte und darauf können wir ganz gut sehen, wo wir eigentlich sind und wo wir als nächstes hingehen könnten. Und ich beschließe jetzt einfach mal auf die westliche Insel rüber zu fliegen, in der Hoffnung, dass ich dann da irgendwann mal hinkomme an irgendeinen Ort, wo wir hin können, der nicht zu starke Gegner hat und so. Einfach mal nur nach Westen. Westen, 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 Westen. De, 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 de. So. Wo bin ich? Ach, da ganz oben. Da will ich gar nicht hin. Ich wollte eigentlich mal eher... Na, ist auch erstmal egal. Wenn wir was finden, gehen wir da hin. Wenn nicht, suchen wir weiter. Huh, huh, huh. Wo sind wir denn hier? Voll die Stadt. Krass. So, sollen wir da hin? Ich guck mich mal noch weiter um. Aber die Stadt ist sehr interessant. Das sieht aus wie so ein Moor, was da hinten war oder so. Eine Höhle? Aha. Wo bin ich? Ich will hier unten noch mal richtig lang. Ich will hier nochmal alles so abgrasen. Dann komme ich, glaube ich, wieder zurück, ne? Ist ja egal, wo wir lang gehen. Jetzt gehen wir in diese coole große Stadt oder so. Wo bin ich? Was ist mit diesen Inseln? Ist da noch irgendwas? Tatsächlich! Können wir da hin? Ich glaube schon. Sieht gut aus. So, dann landet hier mal. Dann gucken wir mal, was das für ein Dorf ist. Ey, ich bin zu dumm. Diese Steuerung. Und ich habe keinen Bock, angegriffen zu werden. Oh, es ist doch... Weil ich zu blöd bin für die Steuerung. Unglaublich. So, greif die Dinger an.
Beschuss bitte. Nicht, dass uns wieder was passiert. Und du heilst dich selber mal. Super. Dann waren die Gott sei Dank nicht so stark. Ach ja, spannend hier. Na, geht doch. Endlich kommen wir mal woanders an. Wir sind in Duster. Wie cool. Oh, ist die Musik nicht toll? So richtig, richtig cool Final Fantasy mäßig. Der Zugang zum Dalk-Kontinent südlich von hier wird von einem starken Wind geschützt, der alles hinfortbläst, was sich ihm nähert. Da waren wir schon. Da konnten wir auch nicht lang. Es ist äußerst kompliziert, die Elemente der Geomantie zu meistern. Doch wenn man dies erreicht, verfügt man über verheerende Kräfte. Mhm. In Sarunia soll es das schnellste Luftschiff überhaupt geben. Haben wir hier so einen Mognet-Kram wieder? Weil wir sind jetzt ganz woanders? Nö. Ja, ja. Hallo? Hallo? Leviathan, der große Schatten im See, wartet sehnlichst auf sein Erwachen ins B. Bricht dann die Ketten der Dunkelheit. Oh je. Ach, wie schön. Wie so eine Badin. Oder ein Bade, ich weiß gar nicht, ob das Frauen sind. Die Kraft des Lichts zu nutzen, einst der Menschheit größtes Wunder, wurde schnell zur Besessenheit, die schuf eine Welt von großer Boshaftigkeit. Die arme Welt ward voller Tod, Rache und Gier, doch aus der Welt der Dunkelheit kamen die vier, die vertreiben würden dieses furchtbare Getier. Das Licht ward vertrieben, die Menschen verblieben, so steht es geschrieben. Ach, wie geil, das sind ja wir sollen ihn also besiegen. Geomanten nutzen die Kraft der Natur und können über Terrain magiegleiche Effekte in ihre Angriffe einfließen lassen. Cool. Also die Geomanten sind Magier quasi. Odin, aufgrund seiner Kraft als Ritter besticht, schloss sich ein und wartet nun auf das Licht, sodass es seinen tiefen Schlummer durchbricht. Mhm. Ja, dann bin ich ja mal gespannt, was die jetzt hier so in ihren Läden haben. Es ist so eine Erkundungstour-Part irgendwie. Diamantglocke, Loki-Harfe, Traumharfe, Lamia-Harfe. Jetzt spackt mein Controller-Kram wieder. Das ist aber alles nichts für uns, leider. Leider, leider. Was haben wir bei ihm? Gaia-Weste. Bahntonika, Runenarmschutz wäre aber auch was hier für Luneth und für Ark. Und ein Federhut geht für alle. Also ich finde ja, dass Ark unbedingt eigentlich mal einen neuen Hut braucht. Er trägt die ganze Zeit seinen doofen Lederhut, sonst haben wir nichts für den. Deswegen kriegt er jetzt mal was Neues. So, das investiere ich dann auch mal für Ark, weil der hat nicht so gute Abwehrmechanismen in seinen Sachen. Und das wird mal Zeit. Hier, der hat immer noch seinen Lederhut mit Abwehr 1, ne? Kann da auch mal was Neues kriegen, hier der Arme. Gut, es war auch nur Abwehr 10, aber immer noch besser als nix. Abwehr 20 und Abwehr 2, auch da könnten wir vielleicht mal was Besseres investieren. Abwehr 11, naja. Ist auch nicht so der Burner, finde ich. Also Abwehr 11. Aber verhindert einige Zustandsveränderungen, ist schon nicht schlecht eigentlich. Warte mal, Abwehr 11. Ich will mal wissen, was hat denn auch Lunis da so bei sich drinne? Hätte ich da mal so ein Abwehr 2. Ja, dann sollten wir... Eigentlich bräuchten beide das dann, wenn das schon geht. Da geht das Geld hin. Aber das ist einfach auch gut. Wir brauchen halt auch mal ein bisschen Abwehr. Ja. So. Und schon sind die beiden besser ausgerüstet. Super. Was haben wir hier im Inn? Können wir natürlich wieder schlafen. Und was haben wir bei denen so? Hai, Portion, Goldnadel, ich nur alles Übliche halt. Ich weiß auch noch gar nicht, mit was man das... Doch, das Gieserkraut, damit müsste man ein Schokobo anlocken können. Ich schaue mich mal noch um, weil heilen, also schlafen kann ich ja immer noch. Was ich mal bräuchte, wäre so ein Magieladen. Ich suche ein Schwert namens Dunkelklinge. Es ist kein gewöhnliches Schwert. Soll es doch aus Dunkelheit geschmiedet worden sein. Aha. Was mit euch?
Lord Bahamut, der größte Drache von allen, wird durch 4 tapfere Ritter bald fallen, die beschwören werden können seine Krallen. Wir müssen Bahamut besiegen, darauf läuft's aus. Chocobo! Chok, Choco, Choco, Chok, Chocobo, Chok, Chocobo, Chok, Choco, Chocobo, hey! Choco, Chok, Chocobo, Chok, Choco, Chocobo, Chok, Choco, Chocobo, Chok, Chocobo, Chok, Choco, Chocobo, Chok, Choco, 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 Chok, Chocobo. Und jetzt alle zusammen! Voll witzig. Yeah! Aber irgendwie kein Magieladen, ne? Rüstung, Schwerter, aber immer wieder noch keine Zauber. Das finde ich doof. Wir haben halt noch niemanden als Geomanten ausgerüstet gehabt, sonst könnten wir jetzt hier voll die guten Harfen und so kaufen. Eine Harfe benutzen ist ja auch schön eigentlich. Aber das wäre für mich schon wieder so Refias Ding und die hat jetzt schon Dieb und die anderen Sachen. Was? Ich habe eine Trommel gefunden. Was? Ich habe eine Trommel gefunden. Was ist denn das Tolles? Nee, da ist das nicht. Item. Item. Es müsste doch hier irgendwas mit Trommel da stehen. Hier, Irdene Trommel löst ein Erdbeben aus. Ey, wie cool. Was ich hier noch so finde. Findet man hier noch mehr Sachen? Ich x'e halt hier immer gar nicht so rum. Ich finde, das ist ein sehr schnuckeliges, schönes Dorf. Findet ihr nicht auch? Wir sehen uns im nächsten Part von Final Fantasy 3 und dann werde ich weiter die Inseln erkunden. Das macht mir total Spaß. Ich finde das toll, dass wir so unentdeckte Gegenden finden. Und auch das mit den Blumen hier und so. Ist das nicht schön? Ich x'e hier auch rum in der Hoffnung, dass ich wieder was finde. Voll cool. Yeah. Ich will noch mehr finden. Ja, hat mir Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.